Tja, können wir hier noch was machen? Wie ist denn unsere. Genau, wir haben eigentlich keinen Spielraum mehr für irgendetwas an Gewicht bei dieser ganzen Chose. Und ich bin so ein bisschen ratlos, das auf diese Art und Weise zu machen. Das ist halt direkt schon ein etwas höherer Schwierigkeitsgrad, den ich mir hier vorgenommen habe. Ich tue mal hier ein klein wenig mehr Sprit rein. Und jetzt sind wir gerade so bei 1,5 Tonnen. Aber wahrscheinlich macht es Sinn zu überlegen, okay, wir brauchen wahrscheinlich, ja. Es faselt, ne? Wir machen jetzt erstmal, nehme ich ein klein wenig weiter raus. Ich nehme jetzt dieses Ding hier und setze mir da zwei von rein. Zwei Raketenmotoren und schiebe die wieder ein klein wenig nach innen. So. Ja. Dann sollten wir mehr Delta V haben. Wir sind knapp über den 5 Tonnen. Das heißt, nehme ich ein bisschen was wieder an Delta V raus. Ein Set für das Deorbiten und bei dem anderen werden wir einfach noch viel länger warten, dass wir runterkommen. Das ist jetzt mein Plan. Und wir werden jetzt erstmal das einmal simulieren mit diesem Umbau und gucken, wenn wir nach dem Deorbit runterkommen, wie viel wir dann tatsächlich an Geschwindigkeit durch die Gravitation zugelegt haben. Aber jetzt sollte unser Thrust-to-Weight-Ratio auch besser sein, wenn wir die beiden Triebwerke zünden und dann sollten wir in der Lage sein, einigermaßen zu landen. Ich werde auch nicht schlau aus dieser ganzen Geschichte, dass ich mir immer solche komplizierten Sachen raussuche. Na, okay, das nächste auf der Liste ist einfach der Moonlander. Dass der nicht mal eben so gebaut ist, war ja irgendwie klar, aber dass es so eine Hackgeschichte werden wird, naja. Okay, wir sind ausgerichtet und Start. Ja. Auf Start zurücksetzen, war das einfach nur schlecht oder muss ich die wieder weiter nach innen setzen? Brauche ich da eventuell einen Abstandhalter? Dann zünden wir erstmal die anderen. Wir sind ausgerichtet und Deorbit. Da sitzen wir besser. Das hat auch das RCS besser unter Kontrolle. Sehr schön. Und wir werden langsamer. Der Schub nimmt natürlich jetzt zu. Also Thrust to Weight nimmt zu. Aber das RCS kriegt es noch so gerade gewuppt. Das wird natürlich jetzt gleich bei den anderen, die wir jetzt weiter auseinandernehmen mussten, natürlich auch noch lustig. Ja, und so werden wir total aus der Richtung geballert. Toll. Und Dankeschön. Jetzt haben wir noch die beiden, die neben unseren Maschinen sitzen. Und ich sehe schon, unsere Maschinen habe ich auch asymmetrisch angeordnet. Deswegen werden wir wahrscheinlich so einen Spaß haben. Okay. Jetzt haben wir den Deorbit-Burn gemacht und jetzt gucken wir mal, wie schnell wir werden, wenn wir da runterkommen. Also, wir spulen mal vor. Und jetzt kommen wir schon der Sache sehr viel näher. Ist jetzt quasi absichtlich einmal aufschlagen lassen. Mit 1100, na, so viel ist es gar nicht. Richte ich doch mal aus und dann zünden wir nochmal. Hui! Ach ja. So, auf Start zurücksetzen. Okay, sollten deutlich näher an die Oberfläche kommen, bevor wir das zweite Set an Solid Rocket Motors zünden. Und jetzt haben wir mit den beiden Antrieben hoffentlich mehr Delta V. Aber ich glaube, wir kriegen es nicht unter Kontrolle, dass wir eventuell abdriften. So, einmal ausrichten.
Und jetzt machen wir den Trick von eben wieder. Muss da gleich nochmal bei. Und die Symmetrie reparieren von diesem Ding hier, wo ich drin rumgefuhrwerkt habe und so. Okay. Ausrichtung ist erfolgt. Und einmal Solid Rocket Motors zünden und Deorbit. Ja, irgendwas ist da total außerhalb, aus der Balance. Definitiv. Ich glaube, unsere drei Landefüßchen und sowas spielen da auch durchaus eine Rolle. So, Dankeschön. Die einmal weg. Und die beiden werden uns jetzt gleich wahrscheinlich total aus der Fassung rausballern. So, jetzt gehen wir mal noch deutlich tiefer. Waren eben... Mein Gott. Driften ja jetzt immer noch. Waren eben irgendwie auf 65 Kilometer. Das können wir nochmal. Wir haben mit dieser Stufe auf jeden Fall irgendwie 822. Und in der anderen haben wir 600 drin. Wir waren eben bei 65 Kilometer. Bei 50. Probieren wir es mal bei 45. So ist doch gut. Jetzt richte dich bitte aus. Wir machen Oberfläche. 1100. Das ist ganz gut. Und... ausgerichtet und ja, das können wir sowas von vergessen. Du musst sie noch symmetrisch machen. Ja, ich muss sie noch symmetrisch machen. So, jetzt sind sie symmetrisch. Jetzt nehme ich den hier und ziehe die zusammen. Bis sich die ganz leicht berühren. Jetzt sollten sie symmetrisch sein. Sehr schön. Jetzt schieben wir die wieder näher ran, sodass sie knapp da sind. Jawohl. Und jetzt nehmen wir die hier und schieben die ganz nah dran. Jetzt ist das Ding wieder symmetrisch und jetzt sollten wir das auch hinbekommen, dass die äußeren beiden das erstmal korrigieren und dann. Aber wahrscheinlich ist auch, weil ich hier unten Vierersymmetrie habe und meine Dreiersymmetrie bei den Landefüßen wird mich wahrscheinlich auch töten. Das wird wahrscheinlich auch ein Punkt sein, der nicht gut ist. Die äußeren beiden Solid Rocket Motors zünden zuerst für den D-Orbit und dann gucken wir mal. 3, 2, 1 und los. Ja, es hat voll was gebracht. Einmal Füße weg. Machen wir es ohne Füße, dann sitzt er halt eventuell etwas schräg auf den Raketenmotoren, aber das Ding soll ja auch nie wieder starten. Also packen wir dann mal noch ein bisschen Monopropellant rein für ein bisschen mehr Delta V in der letzten Stufe und dann ist das gut und nochmal simulieren. So, Füße weg, bisschen mehr Delta V. Meine schönen Füße, die ich mir ausgedacht habe, funktioniert alles nicht. Meine Fresse, ey. Das wird ja gleich noch lustig, wenn ich mir auch noch Sorgen darum mache, dass wir auch noch Mars und Venus Flyby. Aber das kriegen wir hin. Wir haben eine gute Basis mit diesem Ding hier. Also nicht zwangsläufig diese Basis, aber wir haben jetzt so viel ausprobiert. So etwas stelle ich mir auch vor, sowas Ähnliches stelle ich mir auch durchaus vor, was wir in Richtung Mars und Venus schicken. So, einmal ausrichten bitte. Ohne Füßchen. Jetzt ist das Ding wirklich voll symmetrisch. Es gibt nichts, was nicht symmetrisch ist an diesem Ding. 3, 2, 1 und los. Ja, es waren die Füße.
Und trotzdem taumelt das raus. Das sind wahrscheinlich Variablen in dem, was die Raketenmotoren so raushauen. Die brennen ja auch nicht jedes Mal ganz genau gleich. Das wird ja auch simuliert. Es macht schon Sinn, dass wir die dicken RCS-Teile da oben drauf haben. Sonst würden wir gar nichts hinbekommen. Wie soll das nur werden, wenn wir da erstmal Kerbals bei haben? Ey, das ist doch furchtbar. So. Weg damit. Oh, das ist fast schon zu weit runter. Egal. Zündung! So, liebes RCS, halte uns schön stabil. Jawohl. Sehr gut, das sind die Raketenmotoren, die näher an den Triebwerken dran sitzen. Und jetzt haben wir dann hoffentlich, ja, Oberfläche, haben wir dann jetzt gleich schön die Möglichkeit, irgendetwas zu landen. Okay, jetzt werden wir so ein bisschen zur Seite gepusht. Das war's. Da sind die. Aktivieren und zünden. Und zeig mal 2 Minuten bis zum Einschlag. Jetzt bin ich mal gespannt, inwieweit wir runterkommen, weil wir haben jetzt einen Thrust-to-Weight von 1,6. Es könnte gut sein, dass wir damit einigermaßen gut runterkommen, tatsächlich. Wir werden jetzt auch langsamer. Mit den beiden Motoren. Es könnte sein, dass wir ein bisschen wenig Sprit drin haben, aber wir schauen mal. So. Und jetzt will ich mal. Nee. Oder? Doch. Ich versuche ihn mal mit Autoland jetzt weiterzumachen. Der wird mich ja dann zu dem optimalen Position hinbringen. Weil wir werden jetzt, wir brauchen, der fällt jetzt weiter und er rechnet jetzt immer, wie viel Delta V wir brauchen für eine Landung. Ich habe noch 329, das könnte sehr, sehr eng werden, aber das könnte tatsächlich reichen mit Landing Guidance. Die Landing Guidance können wir nicht bis zur Landung komplett benutzen, aber so wie es aussieht, waren die 2 Triebwerke, die wir da dran gebastelt haben, tatsächlich das, was uns noch geholfen hat. So, und jetzt wird es wieder laut. Es wird wieder sehr laut. Apropos sehr laut, bin ich eigentlich zu laut für euch? Weil ich gerade sehe, dass ich ab und zu im Roten bin. Ja, dann ist er super. Okay, das meine ich mit, es wird laut bei der Landung. Wenn das halt nicht funktioniert mit dem Abbremsen, dann benutzt der die Landing Guidance von MacJab quasi so einen gepulsten Modus. Und den Rest werde ich jetzt von Hand fliegen müssen. Noch 2 Kilometer. Noch 1 Kilometer. Meter. Das war aber ganz knapp. Da ist unser Solar Panel hat noch überlebt. Es hätte fast geklappt. Das heißt, dieses Konzept ist vernünftig. Wir kommen damit klar. Das finde ich sehr faszinierend. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Ich gehe mal zurück auf den Start und ich versuche mal etwas besser damit klarzukommen, wann wir denn diesen Zündezeitpunkt haben, damit ich mir das merken kann. Und ja, dann geht es wohl daran, dass wir diesen Moonlander bauen. Beziehungsweise weiterbauen. Das war jetzt wirklich eine schwere Geburt. Aber ist es das nicht immer? Ne? So, wir richten uns aus. Machen den De-Orbit-Burn. Und tatsächlich kommen wir damit runter. Also mit den
Delta Vs, die wir hier drin haben, kommen wir an eine Stelle, dass wir auf dem Mond landen können. Knapp, aber es geht. Und die Orbit. Und ich lasse jetzt die Füße einfach weg. Ist mir scheißegal. So, da bremsen wir ab. Nicht elegant, aber wir bremsen ab. Und da drehen wir wieder weg bei den letzten 10 Meter pro Sekunde. Tja. Und... So, wir richten uns wieder aus. Und dann kann ich nochmal hier oben... Time to land, 7 Minuten. Ich glaube, ich versuche mal an die Stelle zu kommen. Also ich spule mal ein bisschen vor. Wir waren eben so bei 30 Kilometer Höhe. Ich spule mal ein bisschen vor, dass wir... Ich bin mal gespannt, wie viel... Also 2 Minuten 20. Ne? Wir werden jetzt durch diese Solid Rocket Motors werden wir sehr, sehr viel Delta V, also sehr, sehr krass abbremsen. Das heißt also, hier kann ich die Zeit ruhig sehr, sehr viel kleiner werden lassen. Und eben waren wir bei 30 oder so, wo ich gezündet habe. Und das hat ganz gut gepasst. Gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ah ja, okay. Ja, also Oberfläche. Ja, sehr gut. Dann würde ich nochmal sagen, spulen wir nochmal ein bisschen vor auf 30 Kilometer Höhe ungefähr. Und dann sagen wir 28 und Zündung. So, jetzt wird hier die Zeit bis zum Einschlag langsam größer. Nicht so schnell, wie ich mir erhofft hätte, aber doch, jetzt wird sie deutlich viel schneller größer. Das ist gut. Und... Da drehen wir zur Seite weg bei den letzten 20 Meter pro Sekunde. Ja, das passiert halt. Und Stufentrennung. Flupp. Und Zündung der... Und wir machen mal... Zünden mal beide Triebwerke, um direkt nochmal langsamer zu werden. Mit Thrust-to-Weight-Ratio von 1,6. Und jetzt gucken wir mal, wann wir denn runterkommen. Also ich bremse jetzt... Versuche jetzt weiter abzubremsen und würde jetzt einfach mal ausmachen und Land Somewhere sagen und MacJab das fliegen lassen. 500. Mal gucken, wie weit er runterkommt und dann muss ich quasi die letzten Meter nur selber fliegen. Also 28 Kilometer Höhe, das zweite Paar Solid Rocket Motors zünden. Und danach kann ich das mit der Landing Guidance versuchen runterzufliegen. Mal gucken, ob ich es dann hinkriege, dass ich es vernünftig gelandet kriege. Weil tatsächlich ist es hier Delta V needed. Hier ist 420, wir haben noch 570 drin. Gut, wir verbrauchen natürlich auch gerade was. Wir haben 2 Minuten 40 bis zum Aufschlag. Okay. Aber er wird halt nicht die ganze Zeit feuern. Jetzt fängt er an mit dem Pulsen. Ist das noch auszuhalten oder soll ich es noch ein bisschen leiser machen? Jetzt, wo der die ganze Zeit hier rumklackert. Weil ich finde das... für mich ist es jetzt okay, aber ich weiß nicht, wie es für euch im Stream ist. Ich habe die Lautstärke des Spiels schon deutlich runtergenommen. Aber ich kann es noch weiter runterziehen. So, wir werden langsamer. Oberfläche kommt wieder. Hier ist es nicht störend laut. Das ist sehr gut. Ja, Spielsound habe ich bei minus 30 dB. Nur mal so, ne? Also wie laut das eigentlich ist. Am Puls der Sonde, genau. So, wir versuchen langsam runterzukommen. Und tatsächlich, wir werden das wahrscheinlich mit 100 Meter pro Sekunde Delta V so gerade hinbekommen. Unglaublich. Also jetzt nicht die Landung vorm Touchdown loben, sage ich jetzt mal.
Aber ja, Landing Guidance kriegt das anscheinend einigermaßen geflogen, so wie das aussieht. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und wir haben immer noch Kontakt über einen Satelliten im Orbit. Und ja, wir kommen runter. Noch 900 Meter, 800. Und so wie es aussieht, schafft es die Landing Guidance. Schafft sie es bis ganz zum Ende? Ich hoffe es sehr. So, und jetzt zündet sie die ganze Zeit. Die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Langsam. 2 Meter pro Sekunde, habe ich gesagt, soll er aufsetzen. Wir haben noch 100 Meter pro Sekunde drin. Da ist der Punkt, wo es aufsetzen soll. Wir haben etwas gebaut, was auf dem Mond landen kann. Ich fasse es nicht. Das hat funktioniert. 92 Meter pro Sekunde. Also wir schreiben uns das, ich schreibe mir das auf. Und ich kann im Prinzip ihm sagen, Touchdown Speed, mach mal ruhig irgendwie 3. Ja. So, Landing Guidance hat funktioniert. Simulation war erfolgreich. Das heißt, Flug zurücksetzen, auf Fahrzeugbau zurücksetzen. Das heißt, wir brauchen jetzt, wir haben diese Stufe, wir bremsen ab mit diesen ganzen Sachen. Wir haben jetzt 1,5 Tonnen. Jetzt müssen wir weiterbauen. Jetzt wird es auch lustig, dass wir